Hallo und willkommen bei die Spieletester. Mein Name ist Lars und ich mache jetzt in meiner Karriere weiter hier beim Ginetta GT5 Championship und zwar in Silverstone. Das ist jetzt das dritte Rennen. Die letzten beiden in meiner Karriere in dieser Serie sind gut gelaufen. Platz 1 bei beiden. Und jetzt geht es hier in Silverstone los und ich bin mal sehr gespannt, wie es läuft. Im Moment läuft es nicht, weil es fängt nämlich an zu regnen. Ich schätze, das ist ein bisschen die Strafe dafür, dass ich die KI-Einstellungen meines Spiels geändert habe, denn ich habe die Spielerstärke, die KI-Stärke von 60 auf 80 hochgeschraubt, also Prozent, und die damit stärker gemacht und ich habe auch die Aggressivität nochmal gesteigert. Ich stehe jetzt, glaube ich, bei 60 oder bei 70, sodass das Spiel hier einen neuen Reiz bekommen soll, denn ich fand die letzten beiden Rennen tatsächlich, auch wenn ich nicht so toll im Fahren bin, einfach zu einfach. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache da mal ein bisschen was dran, dass hier ein bisschen mehr Spaß aufkommt. Dass ich vielleicht auch mal ein bisschen mehr kämpfen muss, um meinen Platz zu erhalten. Beziehungsweise auch mal im Qualify nicht auf der Nummer 1 lande. Und nicht immer alleine vorwegfahren muss. Ich bin mir gar nicht sicher, wie stark die Auswirkungen sind. Das werde ich sicherlich im Laufe dieses Rennens rausfinden. Aber aktuell geht es erstmal darum, hier in Silverstone nicht abzufliegen. Und die Reifen warm zu fahren. Denn die sind natürlich jetzt beim freien Training eisekalt und dementsprechend schlecht ist das Gripniveau. Aber ich werde mich jetzt hier mit meinem rechtsgelenkten Rennwagen, meinem Ginetta, mal in den Regen ergeben. Einfach mal ein bisschen das Ding laufen lassen. Mal gucken, was hier passiert. Und mal gucken, ob ich es schaffe, hier eine halbwegs vernünftige Zeit in den Boden zu stampfen oder einen Stein zu meißeln, um hier einfach doch unter die Top 3 oder Top 4 zu kommen, bevor es nachher weitergeht. Aber erstmal ist es jetzt freies Training, also erstmal ein bisschen ein paar Runden fahren, ein bisschen an den Track gewöhnen, denn Silverstone geht es nicht unbedingt zu den Strecken, die ich permanent gefahren bin. Ich glaube, ich bin die hier in der Serie noch gar nicht und ich bin sie vor allen Dingen auf der PS4, glaube ich, erst zwei oder drei Mal ganz kurz gefahren. Von daher heißt es jetzt einfach Vollgas und schauen, wie es weitergeht. Die Reifen sind immer noch kalt, immer noch rutschig ohne Ende. Moment. Und es ist wie gesagt rutschig, ja, merkt man. Aber es läuft. So, ich versuche jetzt mal die erste gezeitete Runde zu fahren. Und dann sehen wir weiter. Schauen wir, wo ich da lande. Ganz so langsam muss ich, glaube ich, nicht machen. Es tut gar nicht Not. Schauen wir mal, wie es da hinten durch die Schikane läuft, vor allem mit dem scharfen Rechtsklick dahinter. Es hat funktioniert. Nicht perfekt, aber es hat geklappt. Schauen wir mal weiter, ob ich dann noch eine Rundenzeit fahren kann, mit der ich auch möglichst weit vorne bleibe. Ich bin mal sehr gespannt. So, wenn es hier richtig trocken wäre, oder beziehungsweise auch mein Auto richtig warm gefahren wäre, hätte ich dann auch später bremsen können. Das klappt jetzt aktuell nicht. Aktuell versuche ich jetzt mal das Auto auf der Straße zu halten, was noch funktioniert. Und was sind die anderen langsamer als ich, aber die fahren genau wie ich auch jetzt eigentlich die erste wirklich schnelle Runde. Jetzt nutzen wir mal den Flow, den ich gerade habe, hier aus, um zu gucken, wo die anderen landen. Bevor ich mich jetzt einfach ins Qualifying verabschiede und mich dann schwarz ärgere, dass ich das gemacht habe. Da hätte ich schneller sein können. Dennoch 2 Zehntel geholt. Und hier heißt es jetzt gleich in die Eisen, denn hier geht's auf die Strecke zurück. Na, bleib drauf, bleib drauf, oh Gott. Oh, klar, machst du. Okay, 5 Zehntel. Noch bin ich schnell genug für die anderen. Mal abwarten, ob sich das im Rennen nachher noch ändert. Von da könnte das Thema KI ein Thema werden. Schleifen hier um die Kurve und kommen raus. Ja, schaffen es. Jawohl. So, nur noch 3.
nur noch 2,7, 2,6, 2,5, 2,4, jetzt gibt's ein bisschen mehr. Mal gespannt, wenn die anderen gleich in die Linie kommen, wie es dann aussieht. Kannst du, glaube ich, wenn das trocken ist, sogar voll durchballern, oder? Kann das sein? Also hier vorne bin ich schnell. Zu schnell, das war echt zu schnell. Aber keine Strafe, komischerweise. Ja, weil ich jetzt hier die Zeit wieder liegen lasse, okay, verstehe ich. Bin nur auf der 1. So, jetzt haben wir gerade immer wieder später gebremst. Das war schon sehr spät. Sekunde fast rausgefahren, okay. Das müsste jetzt aber reichen, um hier Führung zu gehen und hier zu bleiben. So. So, da kannst du fast durch, fast voll durchladen. Krasse Kiste. Hm. Ja, das später anwenden können. Das war zu schnell, das sehen wir direkt. Hält uns aber nicht davon ab, hier mal Gas zu geben. Und zu schauen, die anderen sind 1,7 Sekunden hinter mir. Das ist für mich die Situation, wo ich dann sage, gehen die Box und sagen, bei der Geschwindigkeit, dem Unterschied, das ändern wir jetzt einfach mal. So, wir gehen jetzt weiter zum Qualifying, direkt und ohne große Diskussionen. Und wollen jetzt mal schauen, wie wir es da dann krachen lassen können. Ob wir da dann auch einen vernünftigen Job machen können. Und ob das nur geklappt hat während des freien Trainings. Es regnet immer noch. Einmal die Arme lockern. Regnet, glaube ich, stärker. Wirkt zumindest so. Wir müssen also die Reifen wieder warm fahren. Das dauert wieder ein bis zwei Runden. Aber in der Zeit kann ich noch ein bisschen Kurvenfahren üben. Kann nicht so schlimm. Ich muss wieder aufpassen, habe ich ja wieder keine warmen Reifen drauf, wenn ich die Kamera direkt wegsetze. Ja. Scheinlich ich sich mal vorstellen, man würde mit einem privaten Auto so fahren. Bei Sonnenwetter. Ich glaube, meine Frau wird komplett ausflippen. Dass man die Räder so ein bisschen auf Temperatur. Ja, push hard, Alter, ich bin immer noch mit kalten Rädern unterwegs, bist du narrisch. Wir wollen doch nicht schon jetzt in der ersten Runde den Abflug planen, oder? Okay. Also ich push jetzt mal hart. Mit warmen Rädern kannst du hier voll durchnageln. Den kalten geht es auch. Passt zumindest. So, im Vergleich zur schnellsten Runde, eine halbe Sekunde verloren. Nicht gut. Komm, 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 zieh durch, jawohl. Na, hätte schneller sein können. Aber wurscht. Wichtig ist jetzt die erste gezeitete Runde zu sehen, um möglichst keinen Bockmist zu machen in der Zeit. Jetzt gerade. Ja, na klar. Ich soll bremsen. Ja. Egal. Aktuelle nächste Rundzeit werden gelöscht. Swash, die Bayern jetzt einmal durch. Schauen wir, dass wir uns jetzt mit unseren Rädern wieder anfreunden und hier jetzt bei einer vernünftigen Zeit in die Wand nageln. Das war auf jeden Fall völlig okay.
versuche jetzt hier nochmal die Schikane ranzutasten. Also, das heißt eine Schikane, ne? Das war falsch getastet. Suboptimal gefahren, würde ich mal sagen. Ich bin aktuell auf der Platz 7. Also so langsam, vielleicht kommt die KI ja doch mal ins Spiel. Dass ich hier vielleicht doch noch mal ein bisschen arbeiten muss, um meinen Platz zu kriegen. So, die Räder sind jetzt ziemlich auf Temperatur. Ja, nicht zu weit, nicht zu weit. Es regnet halt doch, ne? So, jetzt versuchen wir mal eine schnelle Runde. Die Rundenzeit jetzt wird eh nicht gezählt, von daher ist es wurscht. Die nächste dann schon. So, schauen wir mal. 2,3 langsamer als vorher kann ja nicht sein, ne? Ja, das ist auf jeden Fall schneller durchgekommen. Besser. Aber 16, 15. Oh oh. Also da muss ein bisschen was passieren, dass ich hier eine vernünftige Platzierung rausfahre. So wird das nichts. Eine Sekunde langsamer. Boah. Ist das hier viel nasser, dass ich jetzt so langsam bin? Ich bin auf der 16, das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Na, voll geht dann doch nicht. Warum ist das so wert? Egal. Komm da drauf. Shit. Da ist meine Sekunde wieder dahin. Ja, war das mit dem... ich bin doch wieder ganz vorne. Okay. Ich dachte, ich hätte den Platz verpackt. Muss immer schneller werden. Okay, das ist der nächste. Ich bin nicht wirklich 1,8 Sekunden schneller als die anderen, oder? Das Gefühl ist, irgendwas ist falsch. Hier läuft ja irgendwas ganz falsch. Wie kann ich denn so schnell sein? Fahren die gleichen Autos. Ich bin über Nacht, Rennfahrer DNA spritzen lassen. Ich war wirklich langsam. Wie ist denn hier so langsam? Hat wahrscheinlich alles im Regen, oder? Der hat mich da halt eben meine Bestzeit gekostet, die Nase. Aber ich habe einfach die besseren Räder. Ah, ich fahre wahrscheinlich die Mega-Reifen. Schneller als gerade eben. Gucken, ob ich das jetzt auch noch fürs Ziel retten kann. Weil dann haben wir das Qualifying nämlich auch geschafft. Dann hören wir nämlich auf. Ja, es wäre tatsächlich 1,5 Zehntel mehr. Also weniger. Sorry, man. Das ist jetzt mal unser Grund, in die Box zu gehen. Wir haben den ersten Platz gemacht. Sind, deutlich flotter als die anderen. Sagen wir mal zum Ende springen. Mein Lenkrad, wollte ich gerade sagen, fängt hier an zu vibrieren. Warum? So. Jetzt geht es darum, den Preis abzuholen hier. Mal schauen.
ob wir das hinkriegen, jetzt mal mein Lenkrad erzählt mir hier ein. Schau mal da. Hört sich ein bisschen Sonder bei. Komm, wir fahren jetzt einfach mal gucken, ob es klappt. Lenkrad, hör auf. Nicht, dass das einen weckert. Das wäre ja grausam. Das vibriert die ganze Zeit. Okay, wir starten mit einem vibrierenden Lenkrad, was ich etwas schräg finde, um ehrlich zu sein. Ich hoffe, das hört auf. Wir sind weggekommen, aber die anderen sind auch nicht langsam. Die ganze Zeit so eine Vibration im Lenkrad. Als würde irgendwas nicht stimmen. Ich glaube, das erledigt sich jetzt während des Rennens. Bin mal sehr gespannt. Okay, es ist trockener als gerade eben. Die Räder sollten warm sein. Schauen wir doch mal, ob wir unseren ersten Platz so nicht wahrscheinlich verteidigt kriegen. Okay, die anderen sind noch weit weg. Schwein gehabt. Ah, der erste Drift so als Einlage fürs Publikum. Ich meine, das müssen wir auch mal machen. Die wollen ja auch was sehen, so ihr Geld, ne? Also. Okay, komm. Ist ja wieder mal ein bisschen fokussiert hier. Mehr Speed hier durch die Stadt zukommen. Und gleich mal eine vernünftige Zeit, um die Eisen zu schreiben hier. Sind jetzt noch. Also für alle, die sich wundern, das Rennen hier geht eben nicht um Runden, sondern um Zeit. Also das heißt, wie wir das von anderen Rennserien auch kennen, festgelegte Zeit zu fahren plus eine Runde. Bei uns sind das, ist das richtig, 8 Minuten. Zu schnell und zu wenig eingelenkt. Blöde gelaufen. Und haben jetzt noch 7 Minuten 12, 10, 11 auf der Uhr, 9. Okay. Und wenn ich weiter so einen Scheiß mache, dann habe ich, glaube ich, hier ein Problem. Dann fahre ich nämlich heute nicht mehr bis in die Spitze. Oder bleib nicht in der Spitze. Und dann fahre ich mir ziemlich ein zurecht. Nicht cool, gar nicht cool. Aber egal. Ich brauche den Platz hier weit vorne und ich will mein Adrenalin haben. So, ich bin aktuell schnellster. Schauen wir gleich mal, wie groß die Abstände geworden sind. Ich wundere mich gerade, dass die da hinten alle so vor sich hin tuckern. Denn eigentlich müssten die noch viel näher dran sein. Drinnen. Ist auch schneller durchgekommen. Aber nichtsdestotrotz, also die sind wirklich deutlich langsamer. Verstehe noch nicht warum, weil ich habe jetzt tatsächlich die KI schon hochgeschraubt. Und hatte mir tatsächlich mehr davon versprochen. Wollte eigentlich so ein bisschen mehr racen hier, so ein bisschen mehr Kampf erleben. Sehe ich im Moment aber noch nicht viel von. Und dann fahre ich hier alleine meine Runden. Und die anderen haben. Ja. Und dann haben sie ein bisschen den Anschluss verloren. Ja, das macht schon klar, aber jetzt drehe ich mich auch gerade. Das ist so viel zum Thema große Fresse und nicht weiterkommen. Was ist der Rest? Die auch einen Fall gehabt da hinten? Oh, jetzt sind sie mal wieder. Da kommt der Pult. Ja, ja, große Fresse. Hab ich aber auch gesagt. Denkst du, du bist hier, König, ich schaff alles, keiner holt mich ein. Ja, das flog und du bist raus. So einfach ist das. Okidoki. So. So, ist ja noch ein bisschen flotter hier. Muss ja nicht nochmal haben, oder? Nein, brauchen wir nicht. So, komm, Baby, flieg! Ja, rutscht immer noch ein bisschen. Aber es funktioniert. Nach wie vor sind wir schneller als die anderen. Wir sind
Schläge im Lenkrad stören mich gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, wo die herkommen. So. Nicht so weit. Ja, den auch schon rausgeflogen. Ah, Regen. Mehr Regen. Ja, noch mehr Regen. Okay. Oh. Da liegt Wasser auf der Straße. Ist das fies. Alter Verwalter, das habe ich noch nicht gehabt. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich echtes Aquaplaning spüre hier bei Project Cars. Krasse Nummer. Habt ihr das schon gehabt? Ich bin so mitten drin, so flupp, kriegst du einen weg. Das ist ja geil. Cool. Da auch wieder, war eine Pfütze. Du merkst, das Auto schwimmt auf. Das ist ja mega schräg. Gut, da ist wieder so eine Pfütze gewesen, wisst ihr? Geil. Das habe ich noch nie gehabt. Jetzt tanzt er hier die ganze Zeit. Boah. Oh, 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 oh. Es ist super, aber es muss nicht wirklich sein. Ich fühle mich als ein Plattfuß. Was wird denn das jetzt? Wie soll man das denn kalkulieren? Da liegt auch Wasser. Oh, ey. Kann mir das mal einer erzählen, wie ich damit arbeiten soll? Wie heiß ist das denn? Das ist echt der Hammer. Das ist ja wie beim echten Auto. Fährst und plötzlich säuft die Karre weg. Krass. Da wieder Wasser. Uff. Sind die anderen? Steht das Wasser auf der Piste? Krass. Also ich halte meinen Abstand, aber das ist echt heftig. Merkt ihr, hört ihr das? Ja. Das ist gar nicht so ganz, wie ich da meinen Abstand halten soll. Oh, und jetzt bin ich krabbel hier um die Strecke. Ich hätte gerne andere Reifen. Ist das möglich? Lecken wir mal. Ah, 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 ah. Alter, nicht jetzt doch, nicht jetzt doch, nicht jetzt, nicht jetzt, nicht nur kurz vor Schluss. Eine Runde noch, hab ich geschafft. Oh Mann, ey. Kacke. Boah. Oh, sowas habe ich noch nie erlebt. Oh, es ist heftig. Haben die anderen vielleicht die Reifen gewechselt? Nee, auch nicht, ne? Boah, hoffentlich schaffe ich die Runde noch, ohne dass ich abfliege. Was ist das heftig? 1 minute remaining. Das ist völlig unkalkulierbar. Und die holen auf, die Säcke. Ich weiß auch nicht mehr, wo auf der Strecke ich noch fahren soll. Oh. Das ist jetzt sehr unrealistisch, was hier gerade passiert, denn normalerweise, wenn ich das Auto nicht weiter beschleunige und fahre einfach, dürfte es eigentlich nicht so reagieren. Dass der plötzlich so ausbricht und sich so gar nicht mehr halten lässt, ist eher unwahrscheinlich. Bisschen fast schon das Gefühl, als wäre mein. Die anderen wirklich die Reifen hier gewechselt und wären jetzt auf einmal wieder unterwegs. Und noch eine Runde das Ganze halten dürfte schwierig werden. Ich bin am Arsch. Was ist denn das für eine Nummer? So, das ist jetzt meine Final Lap. Geschafft. Ich habe hier so eine Vibration im Lenkrad. Ich hoffe, dass es nicht das ist. Dann ist mein Lenkrad hin. Alter Schwede, war das anstrengend. Das schauen wir uns jetzt in der Wiederholung an.
So, und dann sage ich doch mal anzeigen. Krass. Heftigst. Da wird es dann plötzlich schlimmer mit dem Regen und du hast das Gefühl, die Karre fliegt dir komplett in die Ohren. Am Anfang war ich noch echt gut unterwegs, also ging auch alles noch. Also bis auf diesen kleinen Aussetzer gerade immer. Da war alles noch tippitoppi und dann fängt das plötzlich an und wird richtig nass. Ich hoffe, dass man das sieht, dass die Kameras von außen entsprechend einfangen. Das ist ja leider Standard, die werden ja nicht darauf getimed sein oder getrimmt sein, dass sie solche Sachen mitnehmen. Man kann schon das Spray sehen, aber das ist alles noch im Rahmen. Aber das wird echt Runde für Runde krasser. So, nun komm, da kannst du sehen, das regnet richtig. Aber es ging am Anfang eigentlich alles noch gut. Zwischendurch wieder das Licht an mir, aber... Ist entweder das Lenkrad jetzt einen weg oder ist es wirklich die Strecke? Aber es wirkte so ein bisschen so, als wäre da Wasser auf der Straße. So fühlt es sich zumindest an. Und da wieder. Abritt. Ausritt, nicht Abritt. Ausritt. Das Lenkrad hat sich jetzt ein bisschen beruhigt. Aber richtig gut ist es immer noch nicht. Mal wieder hübsch. Ja, das geht alles noch. Warte, da gab es den Fahrer, ist der da rausgeflogen aus dem. Krass, also ein bisschen optische Schwierigkeiten hier beim Spiel. Sie sind grafisch so ein paar Flares und ein paar Regentropfen, die ja nichts zu suchen haben. Es läuft, es läuft, es läuft. Aber das war echt schwierig, am Schluss da auf der Piste zu bleiben. Das war wirklich, das Auto war plötzlich gar nicht mehr kontrollierbar. Das müsste man eigentlich nachher gut sehen können. Nämlich meilenweit weg. Das ist alles gut, dass ich den Vorsprung hatte. Das hätte ich, glaube ich, fürchterlich alt ausgesehen nachher. Siehst du da? Einfach so, völlig grundlos. Und ich frage mich gerade, wo die anderen sind. Die müsste eigentlich schon längst da sein. Aber da hinten kommen sie gerade. Jetzt wird es mit dem Regen heftiger. Jetzt kann man es auch sehen. Noch schlimmer als gerade eben. Und das schafft die Straße jetzt nicht mehr. Mal gucken, ob wir das gleich auch am Auto sehen können, dass der plötzlich der Schwimmen anfängt. Na komm. Ich meine, ich mache ja auch keine Gefangenen, ne? Aber ist halt trotzdem krass, wenn das Auto plötzlich so aufschwimmt. Und du siehst es halt auch hier nicht so. Also im echten Leben finde ich, wenn es so tagsüber unterwegs ist, finde ich, siehst du es doch besser. Und ich habe damit vor allem gar nicht gerechnet. Also ich habe mit nass gerechnet und gleichmäßig rutschig, aber nicht mit Pfützen, die plötzlich dafür sorgen, dass das Auto unkontrollierbar wird. Vor allem hier auf der langen Geraden. Wo ich, wie gesagt, nur wenn ich am Gas blieb, schon keine Chance hatte, das Auto zu halten. So, er ist immer noch flott unterwegs, unser Ginetta. Ist ein bisschen wie Ginetta, ne, wie das Eis. Die
Leute stehen da draußen, denen ist das alles egal. Hat auch keinen Regenschirm auf, dabei, wie ich sehe. Das schüttet wie aus Eimer. Man sieht aber auf der Strecke kein Wasser, oder? Jetzt müsst ihr euch das Rutschen sehen können. Da, fängt dann an zu zucken. Wie doof, siehst du, das ist genau das, was ich meine. Aber du siehst es da. Ups, weg ist er. Du siehst auf der Strecke kein Wasser liegen. Das finde ich tatsächlich jetzt beim Replay ein bisschen schwach. Denn das Auto, ja jetzt kommt das, durch Bremse. Aber das Auto schwimmt ja nicht auf, weil da nichts ist. Also das ist ja völlig Banane. Wie gesagt, ich habe das so noch nicht gehabt, aber dass der sich so schlecht kontrollieren lässt, das hat einen Grund. Wenn ich es eben durch die Piste nicht sehen kann, wo das ist, dann kann ich mich auch nicht entsprechend verhalten. Dann kann ich es auch nicht einschätzen. Aber egal. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hätte mich nur schwarz geärgert, wenn ich deswegen den Platz versaut hätte. Da lag ein bisschen was. Hier siehst du nichts, außer dass es furchtbar regnet. Und ja, es ist, wie gesagt, es ist alles nass, alles gut. Aber das ist eigentlich nicht, wo Wasser auf der Straße steht. Ich bin froh, dass ich nicht noch eine Runde fahren musste, bis das danach vorbei war. So, jetzt komm schon, fahr das Ding nach Hause. Jetzt müsst ihr wieder tanzen. Ist er da? Ups. Ich bin ein bisschen weiter links gefahren, zu gucken, ob das was bringt. Hat's aber nicht, wie man sieht. Ich habe das Auto da auch fast wieder komplett verloren. Und wie du siehst, es ist kein Wasser zu sehen. Also außer das, was von oben kommt. Aber gut, da kommen nämlich andere von da hinten schon. Ich meine, ich fliege jetzt auch nochmal irgendwo ab, oder? Sag ich doch. Fast zumindest. Ja, da ist da ganz runter vom Gas, aber... Ist so ein bisschen wie Omi zum Tee fahren. Da nicht was, aber hier auf der Strecke war jetzt doch tatsächlich ein bisschen was. Das war nochmal sehr eng. Hatte ich echt nur Glück, dass ich da nicht noch eine Ehrenrunde gedreht habe, dann wäre ich glaube ich raus gewesen. Also bis jetzt vom fahrerischen her, vom Anspruch her das Schwierigste, aber am Schluss noch so ein Hauch zu viel, finde ich. Also das war einfach für das, was man erwartet, im Moment so ein bisschen... touch too much einfach, weil du einfach nicht dagegen ankommst. Wenn du so langsam dann fährst, dass du diese Wasserlachen nicht mehr mitnimmst, dann fahren die anderen natürlich Kreise um dich und das bringt es auch nicht. Schauen wir mal, was die letzte Runde müsste es jetzt eigentlich sein. Was mir hier noch passiert. Ob ich noch irgendwo gegenknall. Ich bin auf jeden Fall eigentlich ganz froh mit der Entwicklung, dass ich jetzt sagen kann, dass ich wirklich mittlerweile auf der Piste fahre und nicht daneben, dass ich relativ gut in die Rennen reinkomme. Da tanze ich auch wieder und Samba, da kommen die anderen nämlich hinterher. Und dass mir das tatsächlich Spaß macht, die Autos zu fahren. Also ich hatte so zwischendurch, da mal ein kurzer Ausritt, ich hatte so zwischendurch, dass ich kurz davor war zu sagen, scheiß auf Project Cars, ich spiel's nicht mehr. Denn es hat mich einfach genervt, dass ich so überhaupt nicht vorwärts kam. So langsam kommt es aber wieder und ich habe tatsächlich nichts verändert. Ich habe jetzt ein anderes Setup hier. Ich habe mir von Fanatec das Cockpit geholt, was tatsächlich eine Menge bringt. Sitzt einfach anders, dass die Pedale alles so, wie es sein soll. Und habe mir auch einen großen Monitor gegönnt, sodass ich nicht mehr mit dem kleinen Monitor fahren muss. Und damit ist einfach der Überblick während des Fahrens. Oder du kannst mal so ein bisschen auch im Kopf ein bisschen die Blickrichtung variieren. Das bringt dann schon was. Aber ich denke auch, wenn man sich die Zeit nimmt, mal so einen halben Tag wirklich nur fahren, bringt sicherlich auch viele wieder reinzukommen. Mir macht es tatsächlich mittlerweile Spaß. Ich könnte mich im Grunde den ganzen Tag hier aufhalten und fahren. Leider lässt das mein Job nicht zu. Denn auch die nächsten Wochen werde ich wieder zu nichts kommen. Das weiß ich jetzt schon. So, da startet das Feld nochmal. Wir haben den Zielanlauf gesehen. Ich bin mega happy damit, dass ich hier das dritte Rennen auch gewonnen habe. Und das trotz der KI-Veränderung. Das finde ich persönlich sehr schön, dass das geklappt hat. Ich habe davon jetzt allerdings nichts gemerkt. Also KI macht auf mich den gleichen Eindruck wie vor. Was mich ein bisschen stört, ist mein Lenker, das hier anfängt zu vibrieren. Aber gut, nichtsdestotrotz. Wir gehen ja jetzt mal raus und gehen mal weiter. Schauen Sie es an. Also wie gesagt, heute wieder mal 36 Punkte kassiert. Damit bin ich in der gesamten Championship. Entschuldigung, aus dem Auge. Im Gesamt-Championship jetzt nach wie vor auf der 1.
mit einem ordentlichen Vorsprung von 81 sind 3, also 31 Punkten. Damit relativ gut dabei. Hab damit kein Problem. Mein Partner, der mit mir fährt, der ist auf Platz 7. Von daher kann unser Rennstallbesitzer, glaube ich, ganz glücklich sein. Wir schauen jetzt mal, wo es weitergeht. Und mal gucken, wo ich euch das nächste Mal in Empfang nehmen darf. Und ich versuche das auch noch kurzfristigst hinzukriegen, die zwei Rennen. Denn ich weiß jetzt schon, in den nächsten Tagen werden wir das ein bisschen sehr eng. So, nächstes Rennen ist in Donington Park. Den kennen wir. Das machen wir auf jeden Fall kurzfristig. Bis dahin sage ich jetzt erstmal ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn nicht oder falls doch oder was auch immer, einfach kommentieren. Gerne ein Like da lassen. Natürlich freue ich mich über ein Abo. Und wenn einer von euch Lust hat, mitzuspielen auf unserem Channel, bitte einfach Kontakt aufnehmen. Ich würde mich diebisch freuen, wenn ein paar von euch einfach sagen, ja, ich bin dabei, ich habe auch Bock drauf. Bis dahin, ich wünsche euch was. Euer Lars.